Guten Tag und willkommen zurück zu unserer vermeintlich letzten Folge von Layers of Fear. Ihr seid hier beim Möter gelandet und wir wollen heute stark sein und versuchen, dieses Spiel zu beenden. Denn wir haben jetzt unsere 5 von 6 Kästen bestückt mit ja, allerlei tollen Sachen zum Spielen und Spaß haben. Und die alte Kuh wird auch immer aggressiver und nervt mich inzwischen richtig. Und unser Zimmer sieht mittlerweile auch aus wie Sau. Es ist alles geschmolzen, alles voll mit schwarzem Glibber und Ekel. Und unser Bild nimmt auch langsam Gestalt an. Von daher wollen wir nicht lange rumlabern und gucken, ob wir unser 6. Teil dann für unseren Schrank bekommen. Das fängt ja schon wieder gut an. Hello again. Das ist schon mal äußerst verdächtig. Es ist viel zu ruhig. What? Okay. Das haben sie echt... echt gut hingekriegt. Oh, wer hätte gedacht? Suff auf dem Boden. Zerbrochene Flaschen. Ein Zettel. Uns gehen die Äpfel aus. Na. Bäh? Das halte ich aber für ein Gerücht. Okay, das war das Bild, was mich ausgetrickst hat vor einer Weile. Das war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fasson, ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal, sie hasste den Mann mit Passion. Okay, es lebt immer noch das Bild. Das sieht nicht... das sieht nicht nett aus. Die Frage ist, die ich mir immer noch stelle, ist sie das, die möchte, dass ich das Bild beende? Oh, mein Lieblingsbild. Ist sie das, die das möchte, dass ich das Bild beende? Wenn ja, wieso legt sie mir ständig Steine in den Weg? Soll ich da rein? Ich bin drin. Tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Dieses Geheule. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, naja, gut. Wahrscheinlich müssen wir uns ja... Okay, das sieht mir verdammt alles nach Finale aus hier.
Also die Tür war offen. Sie ist zugegangen. Also gehe ich mal von aus. Okay, glibberi, glabberi, glue. Ich habe Schleim im Schuh. Ja, schön. Mal was anderes als das ganze Schwarz. Ja, also die Frage ist tatsächlich das, was ich mir stelle. Ist sie das, die möchte, dass ich das Bild beende? Wenn ja, wieso legt sie mir ständig Steine in den Weg? Was soll der ganze Knatteradatsch? Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Ich möchte das gar nicht sehen. Na. Also ich vermute ja... Ah, okay. Dem kommen wir dem Ganzen nämlich schon näher. Ich vermute mal, dass der so eine Art Folterkammer hat oder so ähnlich. Und die werden wir uns wahrscheinlich auch noch angucken müssen. Weil letzte Folge mit diesem komischen, mit dieser komischen Leine oder diesem Seil, was wir da ziehen mussten und irgendwer gebrüllt hat, das wirkte ja schon alles ziemlich so. Ich meine, ich kann mir jetzt ganz viel angucken, aber ich würde gerne auch was lesen und Hintergrund erfahren. Ich bin verwirrt. Oh. In Asche sollst du ernten. Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand her face. Her hands. She will be devastated. Kannst du überhaupt noch malen? Also sind auf jeden Fall schon mal viele Räume, in denen wir schon waren. So. Ah! Endlich mal wieder. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet, ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören. Wird wohl er geschrieben haben. What? Okay. Passiert überall dasselbe. Es fährt so ein... so ein goldener Schleier über den Buchstaben und das Ding wird komplett hell. So. Schön. Hm. 363853. 6,
3, 8, 5, 3. Damit kann ich es wahrscheinlich wieder löschen. Ja, ja Leute, da komme ich nie ran. Toll, zurück komme ich auch nicht. Das ist ja, das läuft ja super. Na, November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos, die Musik half, sie tut es nicht mehr. Jo. Ich glaube, da hilft auch keine Musik mehr, wenn man so ein Leben führt. I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Oh, wer war denn da der Bekloppte jetzt? Hat sie was mit der Tochter angestellt? Mann. So gefällt mir das Haus. Aha. Das ist cool gemacht, ey. Ist ja alles schön und gut, ja? Aber was zur Hölle? Was? Cancer auf Haus? Ungeziefer wuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestand, oh Gott, die Geräusche. Ist hier irgendwas? Übersehe ich was? Oh. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Sie oder das Kind? Sie oder das Kind? Sie oder das Kind? Okay, also nicht loslassen.
Jetzt aber. Und rein da. Okay. Ja, komm mal her. Wir sind die Fresse voll von dir. Na, was denn du? Okay, wieder die Bahn. Die Puppe. Ja, wieder die Puppe. Ich vermute einfach mal, die Puppe symbolisiert deren Kind. So. Okay. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this. Okay. Whatever. Oh, jetzt sieht's ja wunderschön aus. Ja. War mir fast klar, dass ich das. Aha. Achso, hier haben wir wieder ein Schachbrett. Alles klar. Dann suchen wir mal. Sehen wir sonst? Ah, da. Ja. Nee. Nee, Mitte gucken wir gleich. Guten Tag. Muss bloß mal ganz kurz hier. Danke. Ja, okay, na gut, ist. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, ich versuche das gerade irgendwie alle zu verarbeiten, ne? Und ich, irgendwie komme ich zu keinem Schluss so richtig. Hallo. Ach, okay. Kitty Cat. Eine Riesenratte, na. Herzlichen Dank auch. Vielleicht müssen wir hier noch Steine finden.
Also ich sehe hier aber jetzt erstmal sonst nichts. Irgendwie Puppen und allen Kram. Übersehe ich irgendwas? Wer bin ich? Welcher Spieler? Was kann ich? Nix. Irgendwas übersehe ich. Klar. Ja. Mein neues Lieblingslied übrigens. Sollen wir mal ein Stück beiseite gehen? Haben. Sehr gut. So, Ding ist wieder aus. Mal gucken. Ein schwarzes Herz. Komm ich da hin? Sogar eine Dame lernen hier. Nee, ich glaube, so spielt man Dame aber nicht. Ah ja. Ist alles äußerst verwirrend hier. So, hier hinter ist wieder ein Badezimmer. So, hat sie sich nur die Pulsadern aufgeschnitten oder hat sie ihrer Tochter irgendwas angetan? Ich guck trotzdem erstmal hier hoch. Schau. Hier komme ich gar nicht. Okay, da höre ich. Nicht, dass mich jetzt hier ein Zug überfährt. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie ein richtiges Damenspiel darstellt. Okay, es passiert eine ganze Menge und ich bin nicht im geringsten schlauer.
Was war das? So ein Küchenwagengewicht? Bildchen, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Bildchen, Bildchen, Bildchen. So, aber 21 Gramm. Ich muss wieder. Okay, es werden immer mehr weiße Steine, wenn ich das richtig sehe. Ich mag das Bild nicht. Was ist das? Immer, das ist noch das Herz eventuell. Oh. Klavier? Okay. Los. Okay. Ich habe dich gehasst. Ich glaube selbst jetzt noch. Ich könnte noch immer. Ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Das einzige Ding von Wert, das du jemals begehrt hast. Du wirst es nie zu Ende bringen. Na, mal schauen. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. Lasst mich nicht mit den Bruchstücken Story hier stehen. Wirklich nicht. Okay. Okay. Das ist ja interessant. Bin ich jetzt im normalen Haus? Im so richtig, im so ein normales Haus mit ohne Spuk und so, oder?
Ich muss einfach noch mal gucken. Ich glaube, ich werde hier auch nicht viel schlauer. Ist alles leer. Nichts. Nichts von Bedeutung hier. Mein Arbeitszimmer. Also sein Arbeitszimmer. Nichts Spukiges mehr da. Außer ein Schlüssel. Die Credits. Game Designer. Der sieht ja lustig aus. Sieht auf jeden Fall cool aus. Aber ganz ehrlich, ich... Irgendwie... Wieso? Okay, hier sind nochmal alle Räume offensichtlich begehbar. So. Nichts, nichts. What? What? Das ist jetzt nicht, das geht jetzt nicht von vorne wieder los, oder? Och Mann. Wisst ihr? Ich bin nicht so. Ich meine, ich hasse ja nicht unbedingt offene Enden. Manchmal passt es ja auch. Ja? Nee, ist scheiße. Find ich scheiße. Wirklich. Pavel Code. Ja, Code. Also, ach Mann. Also, vom Horror-Genre her, vom Jumpscare, wie sagt man, Grafikdesign, Leveldesign, Wahnsinn, top, genial, wirklich. Die Bilder, die Effekte, das ist so cool gewesen. Der Aspekt, da stimmt wirklich alles. Story hätte so geil werden können, wirklich. Aber ich... Meine Fresse, wirklich, da kriege ich einen Hals. Ich spiele verkackte Scheiße nochmal ein Spiel, damit ich eine Story geliefert bekomme. Und nicht, damit ich mir dieselbe oder die Hälfte der ganzen Scheiße selber denken muss. Wozu kaufe ich mir so einen Kack? Weißt du, da, demnächst ist es, ich kaufe mir ein Buch und da ist das halbe Buch weiß. So, das erste Teil des Buches ist mit Schrift voll und der nächste, der letzte Teil des Buches sind weiße Seiten. Kann man sich ja selber denken, man muss ja kreativ sein. Mann, ich will verkackte Scheiße nochmal eine Story geliefert bekommen. Und das bis zum Ende, verdammt nochmal. Das ist doch scheiße.
Was ist denn das jetzt? Bin ich zu blöd dafür oder was? Oh ja, jetzt können wir uns denken. Wo ist das Kind? Naja, lululu. Fuck you, ey. Wirklich, sorry, Alter. Da krieg ich so einen Hals, ey. Ohne Scheiß, es nervt mich gerade richtig ab. Ja, Leute. Bravo. Bin gerade richtig angepisst, wirklich. Ja, und selbst wenn ich irgendwas übersehen habe, ja, aber ich kann doch nicht die Spielstory davon abhängig machen, wie viel verkackte Zettel ich finde. Das ist genauso, dann kommen wir dann irgendwann hin, wie bei Batman Arkham Knight, löse 218 Riddler-Rätsel, damit du dem Riddler gegenübertreten kannst. Fick dich! Nein, ich hab das Spiel gekauft, verschissene Scheiße, und dann möchte ich das gefälligst auch spielen können. Und dann möchte ich eine Story geliefert bekommen. Guckt euch Inside an. Guckt euch bitte auf meinem Kanal oder wenn ihr wollt auf dem anderen Kanal, ist mir egal. Guckt euch Let's Plays von Playdead's Inside an. Der Nachfolger von Limbo. Das verdammte Scheiße nochmal ist Storytelling. Das ist gut gemacht. Das hier ist Scheiße. So, sorry, echt. Also ich gehe mit blödem Gefühl aus dem Spiel raus. Wie gesagt, so Grafikdesign und so ist absoluter Hammer. Auch Jumpscares und es war wirklich cool. Aber das ist Pisse. Ja. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Let's Play, was hoffentlich ein bisschen besser wird und mir zumindest das liefert, was ich mir erhoffe. Ich bin richtig, richtig enttäuscht und deswegen auch richtig, richtig sauer. Und ich glaube, jetzt zocke ich erstmal eine lustige Runde Trials of the Blood Dragon. Damit ich wieder ein bisschen lustig bin. Also, danke fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, lasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!